In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach Level 100 wirst und jeden Skin im Battle Pass freischaltest und somit mehr Level bekommst und ganz einfach easy so gesehen Level 1000 wirst. Aber davor lass unbedingt ein Like da und abonniere meinen Kanal und schreib den Epic Games Namen so oft wie du kannst in die Kommentare, um im nächsten Video ein Spray zu gewinnen im Wert von 50 Euro. Und trag natürlich auch gerne meinen Creator Code Troxus ein. Let's go mit diesem Video. Damit morgen Freunde und willkommen wieder zurück auf meinem Kanal Troxus, meine Freunde. Wir werden heute einen XP-Glitch machen, womit ihr locker 500 Levels schafft in ein paar Sekunden. Dieser XP-Glitch ist ganz neu, deswegen errate ich euch so schnell wie möglich den XP-Glitch zu machen, um natürlich die vollen XP zu halten. Meine Freunde, das ist der Mapcode. Der Mapcode ist 9198144222234. Aber bevor ihr jetzt in der Map reingeht, bitte das Match auf privat einstellt und geht bitte in die Einstellungen. Denn es geht nur ab einer bestimmten Region und das ist Ozeanien. Auch wenn der Ping ganz hoch ist, ihr müsst das unbedingt machen, sonst bekommt ihr keine 500.000 XP. Dann drückt ihr bitte auf Anwenden und geht bitte in das Match rein. Natürlich das private Match bitte. Habt ihr schon mal was von Shadow Legends gehört? Dieses epische Fantasiespiel ist voller Legenden, Schlachten und strategischer Herausforderungen. Das Beste kommt, doch die nächsten 24 Stunden könnt ihr zwei kostenlose, super starke, epische Helden sichern, indem ihr euch anmeldet und Level 15 erreicht, egal ob Handy, PC. Tauche die Geschichte ein von Shadow Legends, sammelt mächtige Champions und stellt epische Schlachten. Worauf wartest du noch? Lade sie jetzt herunter. Link ist in der Beschreibung und in den Kommentaren. Freunde, wenn ihr jetzt hier im Match schon seid, habt ihr leider einen 300er Ping. Aber das sei so wild, denn ihr wollt ja auch XP farmen in ein paar Sekunden. Deswegen sagt ihr jetzt halt mal drauf und sagt einfach, ja okay, das ist jetzt halt so. Dann drückt ihr bitte auch Spiel starten, meine Freunde. Und jetzt müsst ihr unbedingt aufpassen, dass ihr genau die Sache macht, um 500.000 XP zu farmen. Besser gesagt zu bekommen. Ihr bekommt pro Minute 50.000 XP. Das erste, was ihr hier nehmt, ist einmal der Grappler. Und einmal bitte die Havoc Pump. Und dann geht ihr bitte einmal hier hin. Und hämmert bitte einmal gegen 1.50 Mal. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr schon ein bisschen schneller. Dann geht ihr bitte hier hinten hin zu der Umkleide. Zum Beispiel geht ihr erst hier nach vorne und tanzt einmal. Und öffnet. Ja, okay, das war ein bisschen schlecht von mir. Ihr klettert hier hoch, macht einen Tanz und werdet weiter geleitet zu einem Raum. Hier müsst ihr kurz 15 Minuten warten. Dann gebt ihr einen Code ein. Solange könnt ihr hier schon farmen. So, meine Freunde, der Code ist einmal 65. Einmal hier eine 6 und dann hier bitte eine 5 machen und 9. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann macht unbedingt das sein. Das ist ganz wichtig, dass ihr genau das macht, was ich euch sage. Dann klickt ihr einmal auf Confirm. Wenn ihr darauf geklickt habt, klickt hier einmal bitte auf Start AFK XP. Jetzt bekommt ihr erstmal AFK XP. Dann geht hier bitte kurz hin und tanzt einmal. Und klickt hier bitte drauf auf Secret Area. Wenn ihr dann draufgeklickt seid, dann sieht es ungefähr bei euch so aus. Ihr spawnt neben so ein Gebäude, neben so ein Haus. Natürlich haben wir schon einen Grappler, das ist gar kein Problem. Und wir gehen erst rein und holen uns die XP. Wo genau, das seht ihr jetzt. Ihr geht hier einmal bitte rein und dann seht ihr hier gleich die Treppen. Die Treppen läuft bitte einmal hoch. Deswegen habe ich ja gesagt am Anfang, bitte nehmt den Boost, denn ihr braucht den Boost, um schneller zu sein. Dann klickt ihr einmal hier rauf auf Admin XP und dadurch, dass ihr euch schneller bewegt, bekommt ihr mehr XP. Und das werden wir gleich auch herausfinden. Dann geht ihr bitte nochmal rein. Meine Freunde, ihr geht jetzt nochmal rein ins Gebäude und dann biegt ihr einmal ab. Dann sind hier einmal zwei Computerstühle, besser gesagt zwei Büros. Und dann geht ihr einmal bitte in das linke rein. Lasst unbedingt ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine XP-Glitches und weitere Videos von Fortnite wie Tipps und Tricks zu verpassen und aktiviert die Glocke. Dann drückt ihr einmal auf Secret XP, dann bekommt ihr nochmal XP, meine Freunde. Geht bitte wieder rein in das Gebäude, ihr seht, ich habe schon über 200 EP. Dann geht ihr hier bitte einmal unter der Treppe und ihr seht wieder ein Secret XP-Button. Dann drückt ihr wieder und bekommt wieder mehr XP, meine Freunde. Jetzt gibt es noch einen, denn ihr lauft hier einmal herum. Und dann seht ihr hier so einen Eingang, nehmt bitte die linke Seite, wo steht Permanent Only Parking. Dann gibt es hier auch einen AFK-Boost, da klickt ihr einmal hier auch nochmal rauf. Und dann habt ihr den AFK-Boost auch aktiviert, meine Freunde. Wenn ihr das gemacht habt, dann lauft ihr bitte einmal hier rein und klickt nochmal auf AFK-Boost.
klickt hier nochmal auf AFK-Boost, geht hier bitte hin und schlagt einmal hier hin und geht dann bitte hier hin zum Knopf und geht hier rein in Rift. Jetzt bekommt ihr Boost, dadurch, dass ihr die ganze Zeit auf der Matte seid. Und jetzt könnt ihr euch einfach hinchillen und ihr bekommt die ganze Zeit, ja, XP kostenlos und ganz simpel und easy. Und ihr könnt jetzt die Konsole laufen lassen und in 30 Minuten seid ihr Level 1000, meine Freunde der Sonne. Natürlich könnt ihr auch hier natürlich auch wieder rausgehen. Da gibt es ja einen Knopf, wie wir gerade gesehen haben. Den drückt ihr dann, wenn ihr raus wollt. Aber ansonsten würdet ihr jetzt die ganze Zeit EP fahren, meine Freunde. Ich gehe jetzt hier mal raus. Das war's heute vom Video. Lasst unbedingt ein Like da, abonniert meinen Kanal und aktiviert unbedingt die Glocke, um keine weiteren Videos zu fordern, Videos XP Glitches zu verpassen. Und schaut euch unbedingt dieses Video an, denn da habe ich die 4 Mythen von Fortnite TikTok getestet, ob das stimmt oder nicht. Und ich würde mal sagen, tschö mit Ö.